Das aktuelle Dossier in der Oktoberausgabe, weg mit dem Zins, wie der Finanzvampirismus uns alle aussaugt. Stehen da auch nur wenige Menschen hinter diesem Vampirismus? Naja, es ist eine Fehlentwicklung, die natürlich vom Finanzkapital eingeleitet worden ist und die schon im Mittelalter eingesetzt hat. In diesem Dossier machen wir einen Rückblick auf die gute Zeit des Mittelalters, von der heute keine Schulbücher mehr schreiben, nämlich die Zeit etwa von 1150 bis 1450, 300 Jahre lang, wo das Mittelalter prosperiert hat, wo unsere schönen Städte, die Fachwerkbauten, die Burgen, die Brücken, die Schlösser gebaut wurden, weil Geld im Überfluss in die Realwirtschaft geflossen ist. Aufgrund der Tatsache, dass damals das Zinsverbot noch galt. Das Zinsverbot, auch dazu haben wir einen schönen Artikel drin, ist eigentlich das Fundament aller Buchreligionen, also aller abrahamitischen Religionen, sowohl des Judentums als auch des Christentums als auch des Islam. Und diesem Zinsverbot zufolge durfte es keine Gutschreibungen, also in Form von Zins, für angelegtes Kapital geben, sondern man hat in den besagten 300 Jahren des Mittelalters den Geldumlauf beschleunigt, indem man sogar jedes Jahr neue Münzen geprägt hat und wer die alten Münzen nicht ausgegeben hat, der musste mit einem Abschlag von ungefähr 20% seines Guthabens rechnen. Das hat dazu geführt, dass die Leute das Geld ausgegeben haben. Und dadurch kam diese Bautätigkeit und diese Konjunktur in Gang. Und das ist das Modell des fließenden Geldes, was das Gegenmodell ist zum Zins, was das aufgeschatzte Geld belohnt und den Stillstand und die Spekulation fördert. Und da machen wir eben einen Rückblick auf die alten Zeiten und wie leider Gottes dieses Zinsverbot im Christentum durch das entstehende Finanzkapital, durch die Bankhäuser, durch die Fugger zum Beispiel, Zug um Zug ausgehebelt worden ist und dann diese Zinswirtschaft, die wir heute haben, sich immer dynamischer entwickelt hat auf Kosten der Realwirtschaft. Und wir haben heute den Umstand, dass praktisch in allen Preisen, ohne dass wir es merken, der Zinsanteil 40% beträgt. Zum Teil dadurch, dass die Preise, die Produktentwicklung ja über staatliche Steuern entsprechend erhöht werden und der Staat diese Steuern ja mittlerweile zum relativ größten Teil braucht, um seine Zinsen zu bedienen, die er gegenüber dem privaten Bank- und Finanzkapital leider aufgehäuft hat, weil er das Geld, die Geldproduktion, den Privaten übergeben hat. Ja? Also 40% in den Preisen drin sind Zinsen. Das heißt, wenn man das mal durchrechnet, jeder von uns, der nicht mindestens 1 Million Euro an Privatkapital hat, zahlt über die Zinsen, die in den Preisen versteckt sind, drauf. Also wir haben von allen, erst wenn man mehr als 1 Million angelegt hat, ist der Zinsertrag bei einer Anlage auf 2 Jahre vielleicht 5%. So hoch, dass er die 40%, die wir laufend in den Preisen mit ausgeben, kompensiert. Ja? Also wir haben über diesen Zinsmechanismus eine beständige Umverteilung von fleißig nach reich. Leute, die schaffen, werden auf diese Weise zur Kasse gebeten, ohne dass sie es merken, für die Besitzer des zinstragenden Kapitals. Über 1 Million. Und wird sich ja an dieser Situation bestimmt auch so schnell nichts ändern, weil wir haben jetzt erst in den letzten Tagen in den Nachrichten gehört, man will diesen ESM auf 2 Billionen aufstocken. Gibt es so viel Geld überhaupt? Das ist der helle Wahnsinn. Der ESM ist noch nicht ratifiziert, er ist noch nicht unterschrieben. Und schon wird er gehebelt von 750 Milliarden auf 2 Billionen. Das zeigt doch, dass die alles machen und das geht natürlich wieder ein in die Staatsverschuldung und wird wieder umgeschlagen auf die Zinsen und landet wieder bei uns als Ausgabe, vielleicht sogar in direkter Form über Steuern. Also das sind ja zwei Formen der Schröpfung, die Steuerschröpfung und die indirekte Steuerschröpfung, die in den Zinsen zum Ausdruck kommt.
Aber es gibt einen Ausweg auch im Heft. Ja, wir wollen auch immer das Positive zeigen. Es gibt einen Ausweg auf dem Heft. Das ist Island. Island war 2008 von der Finanzkrise am stärksten getroffen, weil die hatten den Finanzmarkt am stärksten liberalisiert. Die Banken waren vollkommen überschuldet. Aber mittlerweile ist Island wieder im Aufschwung. Man hat die Banken, die sich verspekuliert haben, konsequent bankrott gehen lassen. Man hat die Manager angeklagt. Man hat sogar den damaligen Ministerpräsidenten angeklagt und verurteilt. Und seither ist der Banksektor gesund geschrumpft, unter öffentlicher Kontrolle. Und das Land entwickelt sich aus der Krise heraus und ist wieder Ziel auch von Anlegern, weil sie sehen, die Realwirtschaft bildet eine solide Grundlage. Aber das ging nur, weil Island außerhalb der Eurozone und außerhalb der EU ist. Die EU hätte das gar nicht zugelassen, weil die sagt, das sind dann staatliche Eingriffe in die Freiheit des Kapitalverkehrs und der ganze Unsinn, der dann zu dem Wahnsinn von Rettungspaketen oder Rettungsschirmen führt, wo dann beständig neu stabilisiert werden muss, die Verluste, die die Spekulanten bei der letzten Runde gemacht haben. Und da ist Island ein gutes Gegenbeispiel, wie man außerhalb der Eurozone die Sache in den Griff kriegen kann, wenn man will. Ja, wenn man will. In Deutschland will man es offensichtlich nicht, aber jetzt haben ja die Karlsruher Richter gesagt, der deutsche Anteil ist im Moment auf 190 Milliarden begrenzt und eine Erhöhung bedarf der deutschen Zustimmung. Was heißt denn das konkret, wenn jetzt weniger als zwei Wochen nach dem Okay sozusagen darüber geredet wird, das zu vervierfachen? Ja, die Hebelung auf 2 Billionen, die wird jetzt natürlich durch den Bundestag erreicht. Man könnte sagen, das ist ein Fortschritt, weil vor dem Karlsruher Urteil hätte das gar nicht durch den Bundestag durchgehen müssen. Nur das Problem ist natürlich, diese Mehrheit im Bundestag, die hätte ja dem alten ESM, hat dem alten ESM Ende Juni schon seine Zustimmung gegeben. Das heißt, die sind gar nicht interessiert daran, da irgendwas zu kontrollieren. Die Mehrheit des Bundestages sind einfach Euro-Fanatiker. Und wenn Karlsruhe jetzt sagt, das Bundesverfassungsgericht sagt, wir wollen die deutsche Finanzhoheit gewahrt wissen, indem wir alles über den Bundestag laufen lassen, etwa ESM-Erhöhungen, dann ist damit gar nichts gewonnen, weil man da nur Leuten Kompetenzen gibt, die gar keine Kompetenzen ausüben wollen. Also was bringt das Urteil? Ja? Gar nichts.